Wir verbauen jetzt auf jeden Fall einfach mal das Kommunikationsgerät. Und in der Beschreibung ist das auch ganz schön zu sehen. Ich tue mal gerade den Helm auf Seite. Wie gesagt, das soll wegen der Kamera oder so, Leute, die steht jetzt einfach nur auf dem Tisch. Deswegen, also wegen den Geräuschen, wenn, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Hier steht auf jeden Fall alles auf Englisch, was ihr halt machen müsst und so. Hier auch extra mit Bildern. Und ja, ich sag mal, das ist eigentlich selbsterklärend, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist auch für verschiedene, für Offroad-Helme, für Flip-Up-Helme, Hairface-Helme, wo unten offen ist, oder Full-Face-Helm. Das haben wir jetzt hier, in meinem Fall. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal den Schaumstoff ab. Ich spule euch wahrscheinlich das einfach alles mal vor und dann, ja, schauen wir einfach mal. So, holen wir auf jeden Fall erstmal den Stoff raus. Oder wir schauen mal gerade. Ja gut, wir müssen ja eh das Kabel verlegen. Ich würde sagen, wir holen einfach mal die Seitenbacken raus. Dafür entfernt ihr einfach drei Klipse. 1, 2, 3. Aber ich denke mal, jeder, der schon mal seinen Helm gewaschen hat, weiß, wie das geht. So. Jetzt hier in meinem Fall seht ihr auch noch mal das Headset hier verbaut. Lösen wir einfach mal die zwei Schrauben hier. Am besten mal so, vielleicht seht ihr das dann besser. So, die Schrauben ein bisschen lösen. Dann könnten wir nämlich das auf jeden Fall schon mal hier positionieren. Grob wenigstens, und schauen dann nachher, wo wir es genau hin haben müssen. Schrauben dann wieder die Schrauben fest. Aber ich würde sagen, so sieht es schon gar nicht mal so schlecht aus, weil, wie gesagt, das Geile ist halt, ihr könnt einfach auf Plus zum Beispiel ein Lied weitermachen, auf Minus wieder ein Lied zurückmachen oder halt natürlich lauter machen. Wenn ihr angerufen werdet, dann sagt das Gerät euch auch und da läuft auch eine Zeit ab, ich glaube 7 Sekunden oder was. Mal nimmt das einfach automatisch an, damit ihr auch einfach nicht während der Fahrt abgelenkt werdet. Also das finde ich natürlich mega geil. Und da hat es dann halt, wie gesagt, automatisch einfach den Anruf angenommen und das ist ja, sag ich mal, auch ziemlich praktisch, wenn man einfach noch nicht mal auf den Knopf drücken brauchen, kann sich einfach auf die Fahrt konzentrieren, und wenn es auf einmal klingelt, sprich jemand dich anruft, nimmt das Gerät einfach automatisch an. Du kannst halt telefonieren danach, wenn du fertig telefoniert hast, funktioniert auch einfach wieder die Musik. 1:37 später. So, ich habe jetzt mal das erste Polster hier reingetan. Ich zeige euch das einfach mal. Also wir müssen ja hier das durchführen. Ich schiebe das jetzt auch einmal, glaube ich, zurück. Wird bestimmt besser sein. Ja, wie gesagt, wieder mit einer Hand ist wieder super. 20 Minuten später. So müsste es doch vielleicht gehen. Einigermaßen. Also wie gesagt, Polster halt abmachen. Dann, das kommt ja auf die andere Seite. So. Und dieser Kopfhörer muss dann hier mit durch. So. So, also das Kabel machen wir dann hier. Und das klappt einmal hier hinter. Muss auf der anderen Seite wieder raus. Dann kann man nämlich hier wieder den Stoff reindrücken. So, einmal. Und jetzt die schwierigere Seite, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ist jetzt mit dem Mikrofon. Also muss der jetzt nochmal hier durch. So, dann muss dieses Teil... Jetzt hoffe ich, dass das super funktioniert. Ich meine hier durch. Einmal. So. Das Mikrofon vorsichtig. Und es passt. Hier mit durch. So, weil das Mikrofon ist ja hier und automatisch hier halt noch der Kopfhörer. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier schon 3 Kabel. Einmal der Stromanschluss für zum Aufladen. Mini-USB. Dann einmal das Mikrofon und einmal der Kopfhörer selber. Und das Kabel geht ja von hier in das Gerät rein. Also es ist halt auch schwierig, das, sage ich mal, so zu positionieren, dass es vielleicht nicht nass wird, weil es ist auf jeden Fall nicht waterproof. Wir müssen jetzt theoretisch hier das jetzt da durchmachen. Jetzt haben wir hier schon das Problem mit dem Kabel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Theoretisch müssten wir hier einen Schnitt reinmachen, weil sonst würde ich mir das Kabel ja kaputt drücken. Ist jetzt die Frage, wie machen wir das am besten? Kann man das Kabel auch vielleicht auf die andere Seite machen? Ja, könnte man. Also klippen wir den jetzt nochmal da dran. Machen das Kabel hier so hin. Und jetzt müssen wir natürlich hier den da durchdrücken.
Nur wenn wir den jetzt halt wieder reinklemmen, haben wir das Problem wegen dem Kabel. Ja, wir kriegen es jetzt hier definitiv ja nicht mehr rein. Das Plastik. Ich würde sagen, ich schneide das Plastik hier in dem Bereich einfach mal weg. Was soll passieren? Das ist ein alter Helm. Wie gesagt, ich habe einen alten Helm, das ist nicht so schlimm. Irgendwann später. 6 Stunden später. Wie gesagt, beim neuen Helm würde ich jetzt vielleicht auch nicht direkt schneiden, aber hier der Helm, der ist schon älter. Also da macht mir das gar nichts aus. Machen wir hier noch die Ecken ein bisschen. So, jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir hier reinkommen. So. Und hier hinten reinkommen, ohne halt das Kabel theoretisch zu beschädigen. Deswegen habe ich das halt hier noch offen gelassen, weil man irgendwie alles ein bisschen gleichzeitig machen muss. Ein paar Sekunden später. Jetzt vorsichtig dann halt hier auch wieder rein. Ah, das ist halt blöd, ne? Man hat halt nur 2 Hände. Dann habe ich noch vor mir die Kamera, damit ich euch das ja irgendwie mal zeigen kann. Jetzt lässt sich das natürlich irgendwie nicht mehr da richtig reindrücken. Hätte im Abstand. Aber eigentlich sollte das ja da trotzdem reingehen. Ne, machen wir es lieber nach unten. Kannst auch nicht verrutschen. So. Ja, wie gesagt, das ist jetzt das, was halt noch draußen hängt. Was wir ja verlegen müssen. Dann der zweite Clip. Oh. So. 2-mal. 3-mal. Sieht ja schon wieder einigermaßen nach dem Helm aus. Jetzt müssen wir nämlich dann gucken, wo kleben wir das Haar genau hin. Mit dem Mikrofon und dem Ohr und natürlich auf der anderen Seite. Und ja, wenn ich das gemacht habe, dann sehen wir uns gleich wieder. 6,5 Stunden später. So, ich habe es jetzt komplett verbaut, wie ihr auch bestimmt schon die Musik hört. Hier ist jetzt das Gerät. Hier ist das Kommunikationsgerät, das Mikrofon. Das seht ihr, glaube ich, nicht so gut. So. Hier ist die Ladestation oder besser gesagt das Ladekabel. Kann man hier reinstecken zum Aufladen der Kopfhörer. Hier ist das Mikrofon für die GoPro. Hier ist auch der Anschluss dafür. Und ja, ich habe die jetzt mal nicht festgeklebt. Also ich habe die jetzt genau, wenn ihr sehen könnt vielleicht vom Licht her, habe ich die genau hinter die Schnallen, einfach nur, weil die ja eh schon ein bisschen klettern, da festgeklettet. Und ja, ich finde, das sitzt auch so gut. Und ja, wie gesagt, der Test kommt auf jeden Fall noch. Und ja, danke fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer einfacher André.